Servus Leute, willkommen zurück bei einem weiteren Tutorial meiner Agenda und wir sind heute bei Backboard Reads. Backboard Reads sind mit das Schwierigste, was man sich eigentlich so vornehmen kann in Rocket League, aber dadurch, dass es einfach extrem viel verbessert und man dadurch extrem viele Skills erlangt, habe ich es als Punkt mit reingenommen. Und wie ihr den am besten trainiert und zumindest mal den Grundstein legt, damit ihr die überhaupt mal beherrscht, seht ihr in diesem Video. Und wie so oft starten wir auch hier im freien Training. Natürlich, ihr müsst eigentlich nicht mehr viel machen. Es geht jetzt erstmal ohne Mod recht einfach zu erklären. Ohne Mod müsst ihr einfach versuchen, immer so zentral zu starten. Ihr könnt euch ja auch ins Tor hier direkt stellen und zentral auf den Ball zu fahren. Ihn normal hitten, gleich losfliegen und die Shots könnt ihr die ganze Zeit runterbeten. Hat den Vorteil, es sind mit die einfachsten Backboard Reads, die ihr machen könnt, aber ihr lernt zumindest mal das Feeling. Wie muss ich denn überhaupt mich justieren? Wie hoch muss ich denn steigen? Wie kann er denn abprallen? Wie lese ich ihn denn, ob er an die Latte geht oder ans Backboard? Lauter solche Dinge könnt ihr damit recht einfach machen. Der ging jetzt zum Beispiel unten an die Latte, habe ich nicht gesehen. Aber das sind so Sachen, ich meine, ich bin noch Champ 1, ja, deswegen, lasst euch nicht davon entmutigen, wenn ihr die Bälle nicht trifft. Das sind, wie gesagt, mit die schwierigsten, die ihr machen könnt. Und ich kann wirklich immer nur sagen, von hinten ranfahren an den Ball und versucht sie dann mal zu treffen. Das Treffen selbst ist ja auch schon mal etwas. Aber es wird auch am Anfang länger dauern. Es wird nicht gleich so ausschauen, ihr werdet rechts vorbeischießen, links vorbeischießen, überhaupt nicht treffen. Und dann wird es immer besser. Und damit könnt ihr direkt gleich mal am Anfang voll loslegen. Ihr müsst nur frontal in den Ball reinfahren und die dann treffen. Hört sich einfacher an, ihr werdet es schnell merken. Es dauert sehr, sehr lange. Es ist wirklich bei mir immer so gewesen, vor jedem Spiel einfach sich ein bisschen Zeit genommen. So wie jetzt den hier. Einfach immer Zeit genommen, die ersten 10 Minuten nur das gemacht, nur das gemacht. Ihr lernt die Reads um einige schneller und ihr kriegt auch viel besseres Ballgefühl, wie ihr die Bälle von der Wand, vom Backboard einschätzen müsst. Und seht ihr, es wird immer stabiler. Also die laufen schon wirklich gut. Next Level ist da natürlich, und da kann ich wieder nur den Buckets Mod ans Herz legen. Der ist der Next Level, weil mit dem könnt ihr ihn einfach unkontrolliert ans Backboard schießen. Und damit müsst ihr dann einfach drauf reagieren, wie der Ball da wirklich abprallt. Damit könnt ihr beim Buckets Mod mit dem Steuerkreuz den halt wegschießen und dann versuchen, den Ball zu hitten. Ich schaff's noch nicht immer so gut. Ah, schade, den habe ich jetzt dann nicht mal so schlecht getroffen. Aber wie gesagt, es nimmt einfach Zeit in Anspruch und es wird auch immer knapper. Okay, der kommt ein bisschen arg hoch. Ein Read. Oh, ich habe ihn leider wieder gegen das Backboard kaut. Wie ihr seht, es ist wirklich nicht einfach. Und das ist aber auch der vierte Punkt, weil ihr dafür meistens den Double Jump benötigt. Oh, der war jetzt ärgerlich. Da ihr dadurch einfach viel mehr Zeit habt, beziehungsweise ihr würdet an manche gar nicht mal rankommen, der war schade, dass der nicht rangegangen ist. Ah. Wie gesagt, es ist nicht so einfach, die Reads zu machen. Jeder, der meint, das ist mal schnell mit dreimal Training getan, der täuscht. Ja, also seht ihr, selbst bei mir sind die noch ziemlich schwierig. Und ich kann es, wie gesagt, nur wiederholen. Das ist eine reine Übungssache. Es gibt nichts anderes. Ihr könnt nur trainieren. Es gibt auch freie Trainings, die werde ich jetzt aber hier nicht zeigen. Der war jetzt schön. Es ist Training, 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 Training. Ich weiß, dieses Wort, es mag vielleicht vielen zu den Ohren raushängen. Aber in dem Fall ist es wirklich so, da das Talent hilft da auch nicht gerade viel. Es hilft nur schneller zu lernen. Aber ihr habt dadurch trotzdem nicht die Möglichkeit gleich, oh ja, ich zocke jetzt ein bisschen Rocket League und kann Backboard Reads. Die dauern.
Drum, gerade wenn ihr noch nicht lange spielt und vielleicht sogar schon wirklich gut seid und mehr von euch haltet, die Bälle sind wirklich sehr, sehr schwierig. Drum, Training, Training, Training. Ihr seht, ich treffe viele noch nicht so. Besonders die weiteren sind ein bisschen schwieriger, aber hier wieder schön getroffen. Ihr seht schon, es geht schon immer was rein. Aber natürlich bin ich noch weit weg von der Statistik, dass ich hier jetzt mit meinen, sage ich mal, 80% Quote durch Rocket League und hier 80% meiner Backboard Reads reinhau. Und das, da bin ich halt noch weit weg. Deswegen muss ich auch noch trainieren. Ich treffe zwar jetzt schon oft die Bälle, aber es kommt halt einfach nichts Zählbares dabei raus. Und das ist genau das, was so ärgerlich ist. Schade, der war jetzt auch wieder nett von schlechten Eltern. Und was ihr jetzt auch gerade in dem Punkt seht, und das fühle ich jetzt einmal kurz auf. Ihr werdet sehen, ihr werdet den Double Jump brauchen. Und ihr werdet die Turnshots brauchen, um zu justieren und um den Ball reinzumachen. Und wenn das mal schief geht, werdet ihr auch den Backflip, Half-Backflip brauchen. Das heißt, bei dieser Übung kommen alle drei zuvor genannten Punkte in meiner Agenda dran. Ihr werdet die brauchen. Ohne die werdet ihr auch bei den Backboard Reads extreme Probleme haben. Weil die einfach, ohne die wird es schwierig. Ohne einen Double Jump kommt ihr niemals so schnell nach oben, dass ihr die Zeit habt, euch zu justieren. Und die Turnings braucht ihr einfach, um den Ball die richtige, nötige Wendung zu geben, die richtigen Hit zu landen, damit er auch wirklich ins Tor geht. So wie jetzt hier, das kriegt ihr halt nicht einfach mal so hin. Das dauert. Ihr müsst da, ich zeig's jetzt hier nochmal, ihr müsst hoch, turn mein Auto auf die Seite, damit ich mit der Schnauze und mit meinem Dach ganz leicht antitsche, um ihn reinzumachen. Sonst müsst ihr irgendwie mit Verrenkungen, sage ich mal, vom Auto versuchen, in irgendeine Ecke zu lenken. Geht natürlich schon auch, aber ihr kriegt dadurch nie gescheite Tore hin und keine kontrollierten Schüsse. Drum, jetzt zum Abschluss, das wird wohl das kürzeste Video sein, obwohl es eigentlich mit am meisten beinhaltet. Üben, üben, üben. Und zwar zuvor alle drei Punkte. Und wenn ihr die beherrscht, dann macht es euch ran an die Backboard Reads. Wie gesagt, Buckets Mod hilft hier sehr. Schade. Oder auch einfach nur mal drauf fahren, ganz am Anfang, um es zu lernen. Gut, die Lattenschüsse sind immer schwierig, aber ihr könnt es so mit am einfachsten lernen. Wenn ihr keinen Buckets Mod runterladen wollt, könnt oder sonst was, dann habt ihr die Möglichkeit, einfach nur die hier zu machen. Damit habe ich auch angefangen, hat recht gut funktioniert. Ich treffe sie zwar jetzt immer noch nicht so richtig, wie ich sie will, aber oft verfliege ich mich einfach nur oder verspekuliere ich, weil ich es einfach sehr schön machen will. Und trotzdem funktionieren sie ja, also das ist ja nicht so, dass ich gar nichts triff. Aber auch bei mir ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben und auch ich werde es weiter trainieren müssen, aber ich kann euch das ans Herz legen, weil wenn ihr das alles mal drauf habt, ihr werdet sehen, ihr werdet allgemein besser. Ihr werdet den Reads von der Wand besser, ihr werdet vom Flugeigenschaften besser, von den, ja, wie muss ich mich drehen, dann habe ich ja noch meine Double Jumps, die ich dadurch trainiere und so weiter und so fort. Das kommt alles mit in ein Video und in ein Training rein und alles baut aufeinander auf und das dürft ihr nie vergessen. Ihr könnt nicht nur eins trainieren. Das bringt euch nichts. Ihr müsst alles trainieren. Und wenn ihr das alles drauf habt, dann werdet ihr auch besser und kommt, glaubt es mir, in bessere Ränge rein. Alles klar, lasst einen Kommentar da, wie es bei euch war, ob euch das geholfen hat und was ich vielleicht noch detaillierter und genauer erklären soll. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da, dann seht ihr mehr von mir, auch von meinen Rocket League Games. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, euer Raid. Ciao.